Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Zuschauer. Willkommen hier im Parc des Princes. In Paris ist das Wetter richtig schön und es ist klasse, dass Sie wieder einmal eingeschaltet haben. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Da steckt einiges drin in diesem Spiel. Spiel Nummer zwei also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jetzt kommt der Schuss. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genau so hatten sie sich das auch erhofft. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Le numéro 25, Elias Suarez. Na, zu lang. Der Ball war ziemlich harmlos. So, was machen Sie draus? Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Weiter gefährlich. Toller Pass, gute Aktion. Gibt abseits, da läuft er einen Moment zu früh los. Guter Vorstoß, kann was werden. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Da geht er dazwischen. Ja, energischer Vorstoß. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Zwei-Null steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Le numéro 25, Elias Suarez. Bonet ou Aferro. Einwurf jetzt.
Einwurf zum Gegner, das war unkonzentriert. Das frühe Pressing jetzt. Und hier wird es Einwurf geben. Aladur. Gute Aktion. Können Sie verkürzen? Chance lebt noch. Dick Werder toll. Stark vom Verteidiger. Das macht er gut. Damit hätten sie hier wieder rankommen können. Wenn sie solche Chancen nicht nutzen können, ja, wie wollen sie zurück in die Partie kommen? Ah, ärgerlich. Ballverlust. Guter Pass jetzt. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Da ist die Chance. Keine Gefahr hier. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Gefährliches Anspiel. Da ist der Ball drin. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Jetzt sind sie am Ball. Jetzt ist der Platz da. Oh, Ausgleich. Wahnsinn. Eben noch mit 2 hinten und jetzt nur wenige Minuten später dieses Tor. Unglaublich. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, ganz klar, das war so ein wichtiges Tor. Da freut er sich. Seine Mannschaft hat sich hier toll zurückgekämpft. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Könnte den Konter geben. Vielleicht machen sie was aus diesem Konter. Gute Chance für eine Flanke. Der Konter sah gut aus, aber am Ende kam da doch kein Tor dabei herum. Ja, aber Wolf, da werden und müssen sie sich ärgern. Da müssen sie mehr rausmachen. Ah, sowas sieht er natürlich nicht gerne. Stichwort Chancenverwertung. Da hätten sie den Führungstreffer machen müssen.
Zur Pause ist hier noch kein wirklicher Vorteil auszumachen. 2:2 der Spielstand. Er hat im ersten Spielabschnitt aus meiner Sicht eine fantastische Leistung gezeigt. Wie siehst du das, Buschi? Tolle Leistung in der ersten Hälfte. Den bekommen sie überhaupt nicht in den Griff. Es geht weiter im Gruppenspiel. Ist ja die zweite Partie heute. Klar, dass sie hier was mitnehmen wollen. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Sunu. Schwache Aktion, Ballverlust. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Also das möchte ich mal wirklich als Schnäppchen bezeichnen. Das ist ein Transfer-Coup. Damit habe ich nicht gerechnet. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Jetzt die Ecke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Es gibt Einwurf. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Klasse Pass jetzt. Er blockt die Hereingabe ab. Da muss er hin und holt sich den Ball. Könnte was werden, aber er ist eng. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Der Ballverlust. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Ja, könnte was werden. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Fahnes Assistenten geht hoch. Abseits. Uiuiui. Das war hauchdünn. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Auf außen ist Platz. Alles offen. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Changement.
numéro 24, Shaker Aladur. À sa place, le numéro 28, Jérémy Cordoval. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Kommt jetzt die Flanke? Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Kontermöglichkeit, jetzt müssen sie schnell spielen. Ja, das könnte was werden jetzt. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Frei, da kann was draus werden. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Jetzt kommt die Ecke. Erstmal geklärt. Er holt sich den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Guter Einsatz, das war wichtig. Anspiel kommt gut. Pass auf die Außenbahn. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Ballverlust. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt es natürlich darauf an. Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt schießt er. Oh, war er sich da vielleicht schon zu sicher? Ja, ich weiß nicht. Es war jedenfalls kein guter Abschluss. Das weiß er natürlich auch selbst. Das Tor muss er machen. Der Ball kommt rein. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Das war leider nichts. Die Gelegenheit lassen sie aus. Super Flanke, aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Der Pass, sehr ungenau, wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Bisher ist hier noch nichts entschieden, Buschi. Also wenn sie das Ding am Ende nicht gewinnen, liegt es zumindest nicht an den Fans. Die geben alles und machen noch mal richtig tolle Stimmung. Ecke kommt in den 16er. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. Ball ist wieder weg. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Chance zur Führung. Das ist die Führung. Ganz wichtiger. Später Treffer von ihm. Das müsste es eigentlich sein. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung dieses Tors. Erst kommt der Pass und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das sieht natürlich nicht gut aus nach diesem Treffer. Und jetzt muss er vielleicht umstellen, muss reagieren. Aber so ein Tor, das ist frustrierend.
5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Guter Pass. Schönes Zuspiel. Da pfeift er. Es gibt Elfmeter. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Stark vom Torhüter, er hält den Ball. Das macht er mit viel Glück, aber vor allem mit viel Geschick. Ein Elfmeter zu halten ist nicht nur Glück. Da geht es auch um richtig gute Reflexe auf der Linie und um Antizipation. Außerdem kennen richtig gute Keeper auch das wahrscheinliche Schussverhalten des Schützen. Wahnsinn, unglaublich, dass man so einen Ball überhaupt halten kann. Die Ecke kommt rein. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Sie verlieren hier also und das durch diesen späten Gegentreffer. Ja, wenn du dir den noch fängst, dann musst du dich nicht wundern.